Jeder hat seinen Fetisch, du. Jeder hat seinen Fetisch. Ja, meiner ist Fred. I think there's something you should know about me. I just happen to like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a bit of blood. Wir sind zurück hier in Trials Evolution. Zusammen mit mir, Maus, Fred Vorlaut, Lischramo und mir. Mia ist Hallo. Heute zweimal da. Ich wollte sagen, warum sagst du Mia zweimal? Oh, ich hab die Fliege auf der Hand, das hat gekitzelt. Was? Wo? Halt sie bitte! Ah, ich mache mich hin. Da ist kein Checkpoint. Von vorne, nein, ey. Nein, oh. Was bei mir? Was du? Bitte? Hast du wieder meine Fersen gefettet? Ich stehe auf Fersen. Oh, Fersen. Mia hat ja gesagt, ich wäre zu vorlaut heute. Zu ausgelassen. Ihr habt auch nicht gehört, was Fred gerade gesagt hat. Und ich möchte das jetzt auch nicht nochmal wiederholen, aber es ist überhaupt nicht Fred. Nee! Ja, nein! Das ist überhaupt nicht was? Fredmäßig. Fred sagt sowas eigentlich nicht. Was? Fred sagt sowas ständig? Du kennst ihn nur. Ich wollte gerade sagen, wenn du wüsstest, was Fred alles erzählt. Aber nicht zu mir. Doch, er sagt es öfter zu mir. Warum fährt man da gegen die Wand? Achso, man wird hier schnell. Irgendwie manchmal. Fred hat was über meine Körpergröße gesagt. Was zur Hölle? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ja mies. Aber ich hab's drauf. Du musst fliegen. Fliegen? Ja, fliegen. Komm noch nicht mehr über diese eine Rampe da. Ja, so. Muss ich hier hin? Nein. Boah. Das geht ja ganz schön hin und her hier. Die Kamera vorne ist schon unglaublich. Die Zeit funktioniert. Was ist hier? Nein! Ja, du musst fliegen. Bei der Wand musst du fliegen. Ich sehe dich da hinten. Irgendwer hat sich gemault. Bis wohin muss ich denn fliegen? Ich weiß noch nicht genau. Wo muss ich hinfliegen? Man muss da unten durch? Das glaube ich nicht. Was kommt hier? Muss man... Was ist das? Ah, okay. Da unten ist so ein Knick im Haus und ich befürchte, man muss da durchfliegen. Ungefähr so. Dann habe ich jetzt ja genügend Zeit. Ja, bitte, ich meine, Freunde. Oh, verfickte Kacke. Ich meine, ich hasse diese scheiß Kameradrehung. Kann das... Was soll das? Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Ich bin oben drüber. Ich bin übers Haus drüber. Ach, du meinst, weil ich sonst ein Gentleman bin, oder was? Was du bist... Habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ja? Manchmal. Nee, also jetzt mal ehrlich, wie kann man sich denn so in einem Menschen täuschen? Ja. Ich habe immer an das Gute in Fred gedacht. Oben drüber, ihr müsst über das Hochhaus. Nicht mehr, oder was? Einfach senkrecht nach oben, so schnell es geht. Nach deiner Aussage eben. Man kann auch so durch den Knick durch und ich bin schon so gemein. Ja. Genau wie Fred auch. Achso. So, ich werde es jetzt schaffen. Lass mich jetzt so. War das so gemein, Mia? War nicht nett, ja. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Nun lasst uns doch das Thema wechseln. Ist doch schon lange Gras drüber gewachsen. Über Mia, weil sie so klein ist. Fickt euch, ne? Fickt euch. Okay. Es gibt keine Muffins für euch und ich warte nie vor dem Ziel vor euch. Das wissen wir. Ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Nö! Fred! Was macht man mit diesem Toro? Soll man da wirklich auf das Haus? Du musst über die Wand rüber und dann und beim Haus und ist ein Knick drin. Das ist da wahrscheinlich der Weg, wo man durchfliegen soll. Ich bin oben drüber geflogen. Och, da! Ist auch gut. Mhm. Basti, geh weg! Nee! Ja, Schrammo ist drin, sauber! Schrammo, ich freue mich! Ich mich auch, juhu! Wow! Nein! Ich maul nicht mit das nein. War, da bin ich von auch hier! Bitte! Schafft man das hier? Was? Nein! Ah, Kacke! Schade, ey! Da hat uns Schrammo jetzt aber richtig ausgezogen, ey! Ja, aber so zack, zack. Ja auch nichts! Ja. Nee, es ist für mich ja auch schon spät. Normalerweise schlafe ich schon fast um die Uhrzeit. Deswegen macht er jetzt einfach die Strecken schnell zu Ende. So, ich fahre das jetzt einfach durch jetzt. Ja. Jetzt kennt er nichts mehr. Guck mal, das könnt ihr gut fassen. Schluss mit lustig. Das ist kann ich hallo, gar nicht. Hallo, Mia. Hä? Wo ist denn jetzt das Niveau geblieben, ha? Ich habe mehr Niveau reingebracht als ihr. Hallo, das könnt ihr gut, faster Finish, ne? Oh, es ruckelt bei mir. Bei mir nicht. Bei mir ruckelt es immer, stell ich mir nicht so an. Ja, da muss man gar nicht drüber fahren. Toll, da habe ich schön hochgezogen, ey. Hier muss man bestimmt irgendwo rüberfahren. Ich bin ein bisschen verschnupft, merke ich gerade, wo ich so hochgezogen habe. Schmeckt gut, ja? Nee, man muss immer... Ey, ich mag ja diese... kann es sein, dass wir nur Strecken haben, wo man mega weit entfernte Checkpoints immer hat? Ich habe die nicht ausgesucht, die Strecken. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich war das nicht. Ich hoste hier nicht. Das war höhere Gewalt.
genau. Mir hat ihm ja gedroht. Ey, hier sind gerade zwei Checkpoints direkt nacheinander. Also stell dich nicht so an, Basti. Ja, aber die sind erst da 10 Kilometer entfernt. Na ja. Alter. Aua. Oh, du bist auch da. Ja. Nö. Noch Gott. Hallo. Wieso sind da zwei Checkpoints hintereinander? Was soll das? Aua. Ist das so geschehen? Warum bin ich denn? Ich sehe nichts. Komm näher. Basti kommt auch näher. Wir machen jetzt hier. Nein, ja! Ich sag's nicht. Sehr knacki, Dreier, huhu. Nee, Dreier BMW, tiefer, breiter, härter. Das wollte ich nicht sagen. Das hast du dir gewünscht. Eingewünscht? Hallo, ich wünsche mir ganz sicherlich nicht, dass du mit Basti und Fred einen Dreier hast. Bleibt ja doch, aber das würde ich nicht zugeben. Flipper! Ist ja auch ganz schön pervers, ey, wenn du wüsstest, wie Fred und ich immer abgehen, ey. Schon zu zweit. Jeder hat seinen Fetisch, du. Jeder hat seinen Fetisch. Ja, meiner ist Fred. Oh, das ist voll das schöne die Liebeserklärung. Dein Fred. Fetisch ist Fred? Ja. Kann man hier noch? Wie schmeckt... Also. Ziel. Fred, du... Tut mir leid, ich hab's wirklich versucht. Ey, ich hab, man kann. Achso, ich bin ja auch schon Frosch. Da. Achso, ich bin ja auch schon im Ziel. Ist nicht mehr so schlimm. Nö. Schlimm. Ich hab gebremst vor dem Ziel, aber das ging nicht mehr. Ganz, das war. Ganz toller Frosch. Wenn ich eine Prinzessin wäre, würde ich dich küssen. Lügnerin. Ich bin ja keine Prinzessin. Warum ist denn da überhaupt ein Konjunktiv? Nee, weil ich keine Prinzessin bin. Ja. Ergo. Bist du ein Frosch. Und bleibst auch einer. Genau. Quark, Alter. Quark. Quark, yo. Check das aus, Quark. Also, ist es jetzt schon die Schwere? Ich kann von Basti behaupten, Basti, ganz egal, was du bist. Oh Gott, ist neblig. Und ganz egal, was ich bin, ich würde dich küssen. Fred, was für ein Tier wärst du denn gerne? Ja, gerne ein Fred. Fred wäre ein klasse Meerschweinchen. Oh. Die ist bescheuert hier, die Stelle. Ich merke es doch. Au. Da, da, da. Haben wir es jetzt nicht alle? Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab nicht gemacht. Ich bin auch. Ich glaube nicht so, als ob ich jemals eine Treppe hochkommen würde in diesem Spiel. Oh. Basti, für uns beide gibt es kein Konjunktiv. Ich möchte dich definitiv küssen. Ganz tief. Ziel. Küssen. Mit der Zunge. Bitte was? Fred. Ziel! Fuck! Was? Das ist schon das. Hä? In der Strecke, hä? Schrammo, du kannst es noch schaffen. Einfach durchfahren jetzt. Wie hat Schrammo das gemacht, dass er sich zurücksetzt und dann beim nächsten Checkpoint ist? Das ist ein Geheimnis, das ich nicht... Was zur Hölle? Du hängst da, nein! Du hättest es geschafft, Fred, Schrammo. Ich heiße Mia, Basti. Entschuldigung, tut mir leid. Stimmt, hätte ich an der Stimme erkennen müssen. Ja. Hallo! So rede ich ja wohl nicht. Nein, das stimmt. Ja. Können wir ja alle mal... Okay. Nein, nicht so. Oh Mann. Oh. Ich suche mir bald ein paar Mädels, mit denen ich auch. Wieso? Warum? Ach, sie steht also auf Mädels. Was ist, die Mädels können sie mal. Wir können sie nicht. Ja, genauso. Scheiße, ey. Alte Kampflesbe. Ja, Mann, Alter. Es geht doch nichts über ein schönes Paar Brüste, ne? Aber ja, alles. Zwei Paar Brüste. Und ein Bier. Dazwischen. Da passen sogar zwei Bier, drei Bier zwischen. Freibier? Drei Bier, ja, Freibier auch. Ob es jetzt wieder Gerüchte gibt, ob ich lesbisch bin? Ja, nein, natürlich. Das ist keine Gerüchte, das ist die Wahrheit, das weißt du. Wer ist denn schlimm, Mia? Was? Ja, also ich, was? Wer ist denn schlimm, wenn du lesbisch wärst? Nö, natürlich nicht. Wieso wäre das denn schlimm? Was sollte denn daran schlimm sein? Nö, weil du das so sagst. Fred, nee, aber ist nicht tolerant. Fred hat was gegen Lesben. Ey, ich hab doch gerade genau das... Ach, ihr seid doof. Fred ist Gegenteil gesagt. Nee, also, ne, die Sache ist die, ne, das Problem ist, finde ich, an so einer Sache, wenn halt zu oft sowas kommt, dass man schwul oder lesbisch ist, dann hat es ja, wenn man sagt, Alter, ich bin nicht schwul oder lesbisch, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass man es dagegen hat, sondern man möchte einfach nicht, dass dieses Bild vermittelt wird. Ja. Dann ist es egal. Letztendlich würde es ja noch nicht was angehen, nicht wahr? Schwuchtel. Das ja, und alle ich Leute. Nicht mitgekriegt haben. Sehr schön. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Schrammo. Danke. Jetzt muss ich husten.
So, jetzt habe ich gehustet. Kacke. Und war's gut? Oh, Kacke. Das war so gut. Nein, Kacke hat er nicht gehustet. Es ist ja möglich, Code zu erbrechen. Es ist ja möglich, Code zu erbrechen? Ja. Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Wenn man ihn vorher gegessen hat oder was? Nein, nein. Wenn du wirklich komplett voll bist und halt nichts hinten raus kann. Wenn du mit dem Darm hast, dann kommt es durch die Magen. Die Magen wieder raus. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so witzig. Nee, das ist total widerlich vor allen Dingen, Alter. Ja, und vor allem bestimmt auch total ungesund. Wer ist denn da hinter mir? Fred. Und was meinst du, was für Mundgeruch du dann hast, ey? Was soll das? Ihr seid doch doof. Ich find's gut. Das schaffst du nicht mehr. Wie soll ich das nicht schaffen? Das ist nicht so weit. Zu weit aber. Darf mich nur nicht maulen. Hab ich gemault. Aber Basti, man merkt echt, dass du bei Trials Fusion ein bisschen geübt hast. Nee, ich weiß nicht, was heute los ist, ehrlich gesagt. Weil ich bin zum Beispiel gestern gefahren und da war ich überhaupt nicht gut. Herzlichen Glückwunsch, Fred Vorlaut. Danke. Ich bin sehr stolz auf dich, Fred. Ich bin sehr stolz auf diese Truppe. Es ist einfach schön. Ha, gay! Bitte? Gruppe ist mein Synonym für Mia. Oh. Ach, du sagst also, Mia ist so fett, dass du sie als Gruppe bezeichnen kannst? Genau, ey. Wieso verrätst du dann allen mein Geheimnis, dass ich unterhalb der Brüste voll auseinandergehe, wie so eine Tanne? Wieso denn unterhalb der Brüste? Na, bis zu den Brüsten sieht man es doch immer. Bei den Deswegen ist ja auch der Ausschnitt genauso gewählt, also der Kameraausschnitt. Ja, ich wähle meine Ausschnitte auch immer so. Ja, ich habe auch eine Kamera in meinem Ausschnitt. Ausschnittkamera? Ja, das Neues. Das wäre mal ein YouTube-Channel wert. Boobcam? Nein, aber sie out of the Boobcam. Wie meine Brüste das Leben wahrnehmen. Genau. Ich glaube. Einfach immer nur schwarz, weil da ganze Zeit Stoff vor ist. Irgendwie ist meine Aufnahme aus. Was? Oh, Fred. Guck mal ganz kurz, woran das liegt. Ja, dann sagen wir schon mal Tschüss, während Fred checkt. Genau. Ja. Check. Nö. Doch. Tschüss. Verdammt.